Zur Einführung, worum es eigentlich geht bei der Eurozone, man muss das leider wiederholen, obwohl es schon oft gesagt wurde. Aber für die, die es noch nicht gehört haben, Währungsunion heißt, man einigt sich auf ein bestimmtes Inflationsziel. Man einigt sich nicht darauf, wie viele Urlaubstage in einem Land genommen werden oder wie hoch das Renteneintrittsalter ist, das ist alles Blödsinn. Sondern man einigt sich auf ein Inflationsziel. Und woher kommt die Inflation? Die Inflation kommt von den Löhnen in den Ländern, von den Lohnstückkosten, das sind Löhne minus Produktivität sozusagen. Also wenn in einem Land die Löhne um 5% steigen, die Produktivität steigt um 2%, steigen die Lohnstückkosten um 3% und in der Regel steigen dann auch die Preise um 3%. Das ist das, was man empirisch weiß. Der Zusammenhang ist extrem eng, kann ich gerne nachher noch zeigen, wenn die Kollegen es nicht glauben wollen. Da der Zusammenhang extrem eng ist, kann man sagen so, also wir haben uns auf eine Währungsunion geeinigt, nicht nur auf eine Währungsunion in Europa, sondern auf eine Währungsunion mit einer Inflationsrate von 2%, 1,9 ganz genau, hat die Europäische Zentralbank gesagt, soll es sein. Und dann kann man ja schauen, wer hat sich daran gehalten und wer nicht, ne? Ganz einfach. So, das ist hier geschehen in Form eines Index, man setzt 1999, als das Ganze begann, gleich 100. Und diese Kurve sagt dann, wenn 1999 alle Preise etwa gleich gewesen wären, die Lohnstückkosten, die Kosten etwa gleich gewesen wären, was man so halbwegs glauben kann, dann sind jetzt die Preise und Kosten eben sehr weit auseinandergelaufen. Das ist das, was Frau Merkel jetzt auch gemerkt hat, wenn sie über Wettbewerbsfähigkeit redet. Es gibt jetzt eine große Lücke in der Wettbewerbsfähigkeit. Warum? In den einen Ländern sind die Kosten stärker gestiegen, in den anderen weniger. Einige haben das Ziel nach oben verfehlt und einige haben das Ziel nach unten verfehlt. Ich habe extra eine Österreich-Kurve reingemalt, weil der Herr Schulmeister heute da ist, damit er nicht so tut, als hätten sie alles richtig gemacht. Die Österreicher sind drunter und die Deutschen sind drunter, ne? Das ist ganz eindeutig. Die Deutschen sind am weitesten drunter. Die haben also unter ihren Verhältnissen gelebt, sozusagen. Und die anderen in Südeuropa haben über ihren Verhältnissen gelebt. Griechenland ist Teil dieser blauen Linie, aber ganz unwichtig, leider, muss ich dem Kollegen sagen. Er hat es aber schon ein paar Mal von mir gehört, dass Griechenland für mich nicht das Problem ist, um das es geht. Nein, es geht um das andere Problem, was hier sichtbar ist. Frankreich zum Beispiel ist ein wunderbares Land, hat sich genau an diese Vorgabe gehalten von 2%, komischerweise, und hat jetzt Probleme. Ja, wer liegt denn jetzt richtig und wer liegt denn falsch? So eine einfache Frage, die man mal stellen kann. Wer liegt denn jetzt richtig und wer liegt falsch? Nun, es ist ganz einfach. Frankreich liegt richtig. Steht nicht so im Koalitionsvertrag, der gestern rausgekommen ist. Da steht, wir haben natürlich alles richtig gemacht. Klar, wer sonst? Deutschland hat alles richtig gemacht und die anderen haben alles falsch gemacht. Ja, ist leider falsch. Ist fundamental falsch und wenn wir das nicht begreifen werden, wird es ganz schlimm werden, wie ich in meinen letzten 5 Minuten gleich erklären werde. So, und jetzt sieht man, dass unter dem Druck der Verhältnisse bis 2008 lief das alles massiv auseinander. Da war Südeuropa ganz oben. Da haben also die südeuropäischen Produkte, haben die gekostet? Über 130 Euro sozusagen, wenn sie 1999 100 gekostet haben. Die deutschen Produkte haben 2008 noch 100 gekostet. 2009 ist dann ein bisschen hochgegangen. Und diese Lücke kann kein Land der Welt ertragen. Länder, die miteinander Handel treiben, müssen ungefähr ausgeglichene Wettbewerbsfähigkeit haben. Da kann nicht ein Land dauernd drunter liegen, die anderen liegen dauernd drüber. Das kann nicht funktionieren. Warum? Weil die drüber liegen, dauernd gegenüber dem, der da drunter liegt, Marktanteile verlieren im internationalen Wettbewerb und irgendwann ihre Importe nicht mehr bezahlen können. Ja, sie können nichts mehr exportieren und sie importieren immer mehr, aber irgendwann können sie ihre Importe nicht mehr bezahlen. So einfach ist das. So, und wenn sie ihre Importe nicht mehr bezahlen können, dann sind sie pleite. Oder man dreht diese Verhältnisse um. Ne? Man kann diese Verhältnisse umdrehen und dann können die anderen wieder normal leben und wirtschaften. Und jetzt gibt es genau 2 Wege. Und damit sind wir schon am Ende der ganzen Geschichte. Jetzt gibt es genau 2 Wege, wie man diese Verhältnisse umdrehen kann. Dass nämlich wieder es einen Ausgleich gibt in der Wettbewerbsfähigkeit zwischen diesen Ländern, die ja keine Währung mehr haben, ne? Die sie ab- und aufwerten können. Früher waren die Italiener auch ein bisschen immer übers Ziel hinausgeschossen, haben ein bisschen zu viel Inflation gemacht. Und was haben sie dann getan? Nun, sie haben die Lira um 20% abgewertet, dann war es wieder gut. Ne? Da war es wieder gut. Das geht in der Währungsunion nicht mehr. In der Währungsunion geht das alles über Löhne. Und jetzt gibt es genau 2 Wege, wie man das ausgleichen kann. Der eine Weg ist, die einen gehen von oben nach unten. Ne? Man sieht das schon, die Südeuropäer sind schon brave Merkel-Schüler.
Die haben sich schon massiv angepasst. Griechenland hat sich am meisten angepasst. Die haben schon ihre Löhne gesenkt. So. Wir wissen nur, und das ist das Dumme dabei, dieser Prozess war ja nicht so sehr erfreulich. Ne? Die haben die Löhne gesenkt und dann denkt man ja, als gut ausgebildeter Ökonom hier an dieser Universität, werden die meisten Studenten ja auch so ausgebildet, außer bei einigen wenigen Ausnahmen, Herr Heise und mir, werden die Studenten anders ausgebildet. Aber als gut ausgebildeter Student lernt man, wenn die Löhne sinken, was passiert dann? Die Arbeitslosigkeit sinkt, ist ja klar, oder? Wenn der Kartoffelpreis sinkt, wird mehr Kartoffeln nachgefragt, oder? Ist doch klar. Ist nur leider nicht passiert, ne? Wie wir alle wissen, war dieser Prozess ziemlich schmerzhaft. Also die Lohnsenkung ist einhergegangen mit hoher Arbeitslosigkeit, mit extrem ansteigender Arbeitslosigkeit. Das ist gegen die Theorie, aber dennoch passiert. So. Und das müssen wir mal zur Kenntnis nehmen. Da können wir jetzt nicht sagen, in anderen Ländern wird es anders sein. Also die Länder, die sich jetzt da angepasst haben, oder Italien, die blaue Linie, die haben das bezahlt mit 20% Arbeitslosigkeit und einer dramatischen Rezession, die immer noch lange nicht beendet ist. So, und jetzt gibt es ja die einfache Frage, jetzt gibt es die ganz einfache Frage, die man beantworten muss, damit man einen Schritt weiterkommt. Nämlich die Frage, ja, was machen denn die beiden Länder, die bisher noch nichts gemacht haben? Die sieht man ja da, die den Merkelschen Weg noch nicht gegangen sind. Und das sind ja die wichtigen Länder, nämlich Frankreich und Italien. Es ist schön, auf dieser Grafik zu sehen, Frankreich und Italien bilden jetzt eine Parallele mit Deutschland. Ne? Die Lohnstückkostenentwicklung in Deutschland ist jetzt immer 20% niedriger als in Italien und Frankreich. Wenn man etwas weiß in der Ökonomie, dann weiß man, dass das in die Katastrophe führt. Ne? Also irgendwie so weitermachen können beide nicht, kann weder Deutschland noch die anderen. Aber was ist denn, wenn Frankreich und Italien jetzt die gleiche Übung machen, die Griechenland, Portugal und Spanien schon gemacht haben? Wird denn da der Arbeitsmarkt dann funktionieren wie ein Kartoffelmarkt? Wenn man die französischen Löhne senkt, wird sofort die Arbeitslosigkeit sinken, oder? Nein, auch da wird der Arbeitsmarkt nicht funktionieren wie ein Kartoffelmarkt, sondern es wird genau zu dem gleichen Ergebnis kommen wie in den südeuropäischen Ländern hier ohne Italien. Und wenn das passiert, dann ist das absolute Katastrophe für Europa. Dann haben wir nämlich nicht nur 25% Arbeitslosigkeit in Südeuropa, sondern 20% Arbeitslosigkeit in ganz Europa. Und da kann ich Ihnen eines sagen, das ist auch ganz einfach. Ich lebe in Frankreich. Wenn das versucht wird in den nächsten 2-3 Jahren, dann kann ich Ihnen genau sagen, wie der nächste Präsident heißt. Nein, Präsidentin. Präsidentin. Hm? 2017 wird in Frankreich gewählt und dann ist der Euro am Ende. Da haben wir ein festes Datum, auf das wir hinarbeiten können. Wenn wir es bis dahin nicht schaffen, die Dinge zu wenden, dann wird 2017 der Euro mit großer Wahrscheinlichkeit beendet, und zwar von Madame Le Pen. So, da gibt es keine Lösung. Sehen Sie, wenn da unten nichts passiert, bei den beiden da unten, vor allem bei Deutschland, gibt es keine Lösung. Wenn sie es versuchen, geht es schief, und wenn sie es nicht machen, geht es auch schief. Übrigens, wenn sie es versuchen, und das sehen wir jetzt schon, das bisschen, was da in Südeuropa passiert ist, führt das zu Deflation. Ne? Es führt ganz klar zu Deflation. Der verzweifelte Kampf der Europäischen Zentralbank, die Zinsen mit Zinssenkungen zu reagieren, ist ja ein Kampf gegen Deflation. Ne? Das hat nichts mit Inflation zu tun. Viele Leute glauben auch noch, auch da bestimmen wir das Geld, die Preise, das ist Quatsch. Geld, die versuchen, die Deflation, die sich da anbahnt, zu verhindern. Was aber nicht gelingen wird mit geldpolitischen Mitteln allein, denn viel Munition haben sie ja nicht mehr. Wenn Frankreich und Italien das Gleiche versuchen, was Südeuropa da schon gemacht hat, wird es eine offene Deflation in Europa geben. Das ist aus vielen Gründen ganz schrecklich. Will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. So, also gibt es nur den zweiten Weg. Der zweite Weg ist Anpassung von unten nach oben. Es gibt nur den Weg, realistischerweise, dass da unten die rote Linie nach oben geht. Und zwar so lange, bis sie über den anderen liegt, denn sie muss darüber hinaus, damit die anderen wieder Marktanteile zurückgewinnen können, die sie in den letzten 20 Jahren verloren haben. Nur davon steht auch nichts im Koalitionsvertrag. Da steht drin, wie erfolgreich diese Politik war Anfang der 2000er Jahre. Alles nach dem 11. März 1999, um das klar zu sagen. Weiß niemand, was das war, oder? 11. März 1999. Egal. Jedenfalls war es danach.
Was danach, alle feiern das jetzt, ne? In dem Koalitionsvertrag steht drin, dank der erfolgreichen Politik Anfang der 2000er Jahre hat es Deutschland geschafft, so viel besser zu sein als die anderen. Dank der erfolgreichen Politik, die Europa kaputt gemacht hat und in Deutschland den Binnenmarkt getötet hat, können wir jetzt auf die Scherben Europas schauen und darauf warten, dass es auseinanderfällt. Alles dank der erfolgreichen Politik. Nein, es geht nur umgekehrt. Nur wenn jetzt 4 Jahre nichts passiert, dann ist Europa sowieso schon am Ende. Dann gibt es keine Chance. Entweder wir begreifen das jetzt zwischendrin irgendwann, geschehen ja Wunder, ne? Man sagt ja, es geschehen Wunder. Aber wenn kein Wunder geschieht und wir das nicht begreifen, dann gibt es keine Lösung. Weil nur wenn die rote Kurve nach oben geht, dann gibt es eine Chance, dass die anderen ihre Schulden abbauen, dass wir also von dieser extremen Überschussposition, die Deutschland hat im Export, also jedes Jahr 180 Milliarden mehr Export als Importe, was ja wieder bedeutet, dass wir Kapital exportieren müssen, ich höre sofort auf, und die anderen sich verschulden. Ne? Nur wenn wir von dieser extremen Politik, wo die anderen sich verschulden müssen, dauernd, damit Deutschland seine Ersparnisse unter die Welt bringt, so kann man das auch sehen, und Deutschland die anderen dauernd unterbietet, wenn wir von dieser Politik Abschied nehmen, und zwar ganz knallhart und glasklar Abschied nehmen, dann gibt es eine Chance für Europa, sonst nicht. Vielen Dank. Jetzt erstmal Stefan Schulmeister mit einem kurzen Statement. Ja, schönen guten Abend. Danke auch. Ich danke auch für die Einladung. Ja, für mich trifft auf das Aro-Projekt der Satz zu: Es gibt nichts Richtiges im Falschen. Das Aro-Projekt selbst ist meiner Ansicht nach ein richtiges, seinem Wesen nach ein antineoliberales Projekt gewesen und ist es im Prinzip noch immer, nämlich ein für alle Mal die Wechselkursinstabilität, die Spekulation mit Währungen zu überwinden und auch monetär, was den Zinssatz betrifft, langsam stärker zusammenzuwachsen. Dieses Projekt wurde in Angriff genommen in einer Phase der gesellschaftlichen Entwicklung, in der sich eine bestimmte Form von Kapitalismus immer mehr ausbreitete. Das ist jene Spielanordnung von Kapitalismus, in dem sich seine Kernenergie, und das ist das Gewinnstreben, immer stärker konzentriert auf Finanzveranlagung und Spekulation. Und diese Spielanordnung des Finanzkapitalismus ist wissenschaftlich legitimiert durch die neoliberale oder neoklassische Wirtschaftstheorie. Und der Prozess der Transformation vom Realkapitalismus der 50er und 60er Jahre, wo sich das Gewinnstreben nur in der Realwirtschaft entfalten konnte, bei festen Wechselkursen, niedrigen Zinssätzen etc., zum Finanzkapitalismus, wo sich das Gewinnstreben stärker auf Finanzspekulation verlagerte. Dieser Prozess begann Anfang der 70er Jahre mit der Aufgabe des Systems feste Wechselkurse, den nachfolgenden Dollarabwertungen, Ölpreisschocks, Inflation, dem Anstieg der Zinssätze über die Wachstumsrate vor 30 Jahren, die Entwicklung der Finanzderivate in den 80er Jahren. Und schleichend über einen Prozess von 30 Jahren verwandelt sich das ökonomische System. Und in dieser Situation, Ende der 80er Jahre, wird jetzt dieses im Prinzip antineoliberale Projekt in Angriff genommen. Aber innerhalb des Falschen des Finanzkapitalismus wird es sofort mit Regeln ausgestaltet, die ihrem Wesen nach der neoliberalen Weltanschauung entspricht, etwa der Vorstellung, der Staat hat Kontrolle über sein Budget. Also der Gedanke, der Schuldner ist schuld, so wie die schwäbische Hausfrau, ist ein zutiefst neoliberaler und unsinniger. Es ist ein intellektueller Rückfall in die 1920er Jahre und Ähnliches gilt, der Heiner Flassbeck hat es ja schon gesagt, für die Frage der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, wo man auch nicht erkennt, wenn 30 Jahre lang die Unternehmer immer weniger real investieren und damit auch immer weniger Arbeitsplätze schaffen, dass Arbeitslosigkeit ja nichts anderes ist als ein Defizit an Arbeitsplätzen. Und wenn man diesen Zusammenhang nicht begreift und
eben sagt, der Arbeitsmarkt funktioniert wie der Äpfelmarkt und wenn Arbeitslosigkeit steigt, müssen wir einfach die Löhne senken, sind wir wiederum intellektuell in den späten 20er, frühen 30er Jahren. Weil man aber zu diesem Zeitpunkt den Euro geschaffen hat, hat man ihn jetzt mit Regeln ausgestattet, die genau diese Weltanschauung widerspiegeln, also etwa die Maastricht-Kriterien. Der Finanzkapitalismus hat sich weiter ausgebreitet. Der Euro wurde geschaffen und eine Zeit lang schien es ja gut zu gehen. Ja, bis zur Finanzkrise 2007 haben sich zwar die Leistungsbilanzungleichgewichte bereits deutlich erhöht und haben meiner Ansicht nach die Ökonomen der Europäischen Kommission weitgehend versagt, weil sie schon Mitte der Nullerjahre hätten erkennen können, dass das Auseinanderdriften der Lohnstückkosten nicht nachhaltig sein kann. Aber Schlag auf Schlag ging es mit der Finanzkrise, denn durch die Finanzkrise sind alle Länder in eine Rezession geschlittert, aber in einer Währungsunion gibt es immer ein schwächstes Glied. Das schwächste Glied war Griechenland. Die Finanzinvestoren haben natürlich erkannt, dass es jetzt eine neue Spekulationsmöglichkeit gibt. Warum? Weil in einer Währungsunion ein einzelnes Mitglied keine Verfügung mehr hat über das eigene Geld. Das heißt, das schwächste Glied wird angewiesen sein auf Finanzierung am Kapitalmarkt und wir können also beginnen, ein Instrument einzusetzen, das es noch nie gegen Staaten gegeben hat, nämlich die Credit Default Swaps. Also Wetten abschließen darauf, dass Griechenland pleite geht. Sogenannte Kreditausfallsversicherungen. Die treiben zwischen November 2009 und Mai 2010 die Zinssätze von 4,5% auf 12%. Das erzwang natürlich den Rettungsschirm, weil es war klar, Griechenland kann sich nicht zu 12% Kredite aufnehmen. Der Rettungsschirm hat aber dann mit voller Wucht die neoliberalen Therapien eingefordert, weil damit Griechenland ein Geld bekommt, muss es die Auflagen der Troika erfüllen. Also massenweise Beamten entlassen und all diese im Grunde Therapien der frühen 30er Jahre anwenden. Löhne senken, Arbeitslosengeld senken, Sozialleistungen senken, öffentliche Beschäftigung senken. Und wie Anfang der 30er Jahre führt es in eine Abwärtsspirale. Natürlich ist Griechenland in einer absoluten Depression, genauso wie Spanien und Portugal. Depressionen sind Zustände, wo das ökonomische System sich selbst blockiert und nicht mehr in der Lage ist, auf einen Aufschwungspfad selbst zu kommen. In einer Depression bedarf es, übrigens wie bei einer individuellen Depression, einer Hilfe auf der Metaebene. Ein depressiver Mensch braucht einen Therapeuten und eine depressive Ökonomie braucht eine energisch aktive Wirtschaftspolitik wie der New Deal von Roosevelt als Beispiel. Genau das Gegenteil ist gemacht worden und die Krise breitet sich in Südeuropa auf eine dramatische Weise immer weiter aus. Meine Schlussfolgerung daraus ist, dass nicht der Euro das zentrale Problem ist, sondern die Spielanordnung. Und hier bin ich vielleicht, weiß es nicht, ein bisschen anderer Einschätzung als der Heiner Flassbeck. Der Finanzkapitalismus hat sich in der Wirtschaftsgeschichte immer selbst zerstört. Egal, ob das die holländischen Republiken im 17. Jahrhundert waren, das England im späten 19. Jahrhundert, die 1920er Jahre mit dem Börsenkrach. Was wir in den letzten Jahren sehen, ist nichts anderes als ein sich vertiefender Selbstzerstörungsprozess dieser Spielanordnung. Denn in Wahrheit steigen die Staatsverschuldungsquoten exakt in den Ländern am stärksten, die am meisten gespart haben. Den größten Anstieg haben Griechenland, Portugal, Spanien, aber was oft vergessen wird, England. England hat es geschafft, in 6 Jahren die Staatsverschuldung von 44% des BIP auf 96% des BIP zu treiben, als Folge dieser unsinnigen Sparpolitik. Ich glaube, dass dieser Aktienboom, der derzeit im Laufen ist, wieder ein enormes Krisenpotenzial aufbaut. Die Diskrepanz zwischen der Aktienmarktbewertung und wie es der Realwirtschaft geht, wird immer größer und es ist eine Frage der Zeit, da mache ich keine Prognosen. Aber wenn die Kurse fallen, dann werden sie wieder kräftig fallen, vergleichbar mit 2000 und 2008. Das bedeutet aber, dass zum Beispiel das Pensionskapital von 100 Millionen Menschen wieder entwertet wird. Das wird einen ziemlich massiven Krisenschub auslösen und dann steht Europa endgültig am Scheidewege, entweder man lässt auch den Euro sausen, dann
halte ich, auch wenn das zunächst unplausibel klingt, Entwicklungen wie in den 30er Jahren qualitativ für absolut möglich. Nämlich einen Wirtschaftskrieg, dessen Verlierer aus meiner Sicht Deutschland sein wird. Ein Wirtschaftskrieg, der in dieser verzweifelten Situation der Länder natürlich auch wieder über Abwertungswettläufe etc. geführt werden wird. Natürlich auch über Staatsbankrotte, weil die Länder halten sich ja nur zurück, weil sie hoffen, weil sie die ganzen Opfer gemacht haben, damit sie im Euro bleiben können. Wenn der Euro weg ist, ist sozusagen kein Grund mehr, seiner Wut nicht freien Lauf zu lassen. Daher glaube ich, der einzige Weg ist, so schwierig das heute erscheinen mag, die Spielanordnung zu ändern. Letzter Punkt, ganz konkretes Beispiel, die Finanzierung der Staaten, also unserer Gemeinwesen, kann nicht weiter in dieser Form über die Märkte erfolgen. Denn das bedeutet, dass, wie das der Herr Weidmann so schön behauptet, der Markt als Richter über Gut und Böse zur Disziplinierungsanstalt wird und jetzt erklärt, ich bestrafe die Griechen mit 10% Zinsen. Dieser Richter leidet auf allen Finanzmärkten an manisch-depressivem Irresein. Die Abfolge von Bullenmarkt und Bärenmarkt ist für jeden Trader das Normalste auf der Welt. Ich mache seit 25 Jahren Feldforschung, ich sitze in Trading Rooms, ich spreche mit den Spekulanten und ich weiß, dass sie die Welt so wahrnehmen. Wenn also die Finanzmärkte systematisch diese Abfolge von Booms und Busts bilden, dann kann ich doch nicht den Finanzmarkt zum Richter erklären. Der leidet an manisch-depressiven Verstimmungen ärgster Ordnung und kurzfristig an einem schweren Parkinson. Aber ich gehe jetzt nicht im Detail auf das ein, wie sozusagen die 5-Minuten-Daten sich entwickeln und wie wieder computergesteuerte Spekulationssysteme dieses auswerten etc. etc. Kurz und gut, das Richtige im Falschen. Schauen wir, dass wir das Falsche loswerden. Ja, vielen Dank, Stefan Schulmeister. Und als letzter jetzt erstmal im Reigen Theodoros Paraskevopoulos. Ja, ich möchte erstmal sagen, dass also meine Vorstellung als Ökonom von Syriza zwar richtig ist, aber die zwingt mich irgendwie dazu, immer zu überlegen, ja, haben wir eigentlich so einen Beschluss gefasst? Aber wir haben sehr viel zu viele Beschlüsse gefasst, aber ich halte mich nicht daran. Und so, was ich Ihnen sage, ist natürlich basiert nicht auf Parteibeschlüssen, sondern das ist alles, was ich mir darüber über diese Sachen denke. Ich möchte 4 Fragen stellen. Die erste Frage hat Herr Flassbeck schon positiv beantwortet. Ich stimme ihm natürlich zu. Die Frage ist, ob Europa eine Deflation droht. Natürlich droht Europa eine Deflation. Und wenn wir die anderen Anzeichen nicht hätten, die Politik der Europäischen Zentralbank ist ein Zeichen dafür, dass die das irgendwie spitz gekriegt haben. Es ist merkwürdig, dass sie spitz gekriegt haben, aber die haben spitz gekriegt. Woher? Warum? Nach meiner Ansicht ist der zerstörerische, absolute Wettbewerb, der als oberstes Prinzip der Europäischen Union gilt. Ich stimme nicht ganz überein über die Rolle der Lohnstückkosten mit Herrn Flassbeck. Ich meine, das gilt auf Märkten gleicher Waren, gilt nicht unbedingt. Also was auf einem Markt gilt, gilt nicht unbedingt auf dem Gesamtmarkt. Aber trotzdem, Wettbewerb wird durch Lohnstückkosten geführt und kurzfristig Lohnstückkostensenkung bedeutet Senkung der Nominallöhne und der Sozialabgaben. Langfristig kann das selbstverständlich die Steigerung der Produktivität bedeuten und all diese Sachen, aber kurzfristig ist immer gleichbedeutend mit Senkung der Nominallöhne. Und das ist einer der Hauptgründe für die drohende Deflation. Und ich bin der Meinung, dass der Süden Europas in diesen Weg führend ist. Aus Gründen, die die beiden Herren vorher dargelegt haben, ich
bin mit Ihnen einer Meinung. Das muss also gestoppt werden. Und ich bin auch der Meinung von Herrn Flassbeck, dass geldpolitische Maßnahmen dazu nicht reichen. Ich will aber von dem rein oder scheinbar rein ökonomischen Fragen ein bisschen abweichen und drei andere Fragen stellen, die aber sehr eng mit unserem Thema zusammenhängen. Die drei anderen Fragen ist erstens, ist Migrationspolitik. Was ist eine volkswirtschaftlich sinnvolle Migrationspolitik? All das, was wir über humanitäre Politik erzählen und so weiter, wie hängt das mit der Ökonomie zusammen? Wie hängt das mit unserem Problem zusammen? Wir wissen, dass die oberste Grenze jeden wirtschaftlichen Wachstums die verfügbaren Arbeitskräfte sind. Also darüber geht es nicht. Natürlich jetzt um Produktivität und so weiter, aber die Grenze sind die verfügbaren Arbeitskräfte. Nun kommen in einer alternden Gesellschaft, das ist Westeuropa, Millionen Menschen im produktiven Alter wollen arbeiten und schaffen und man weist sie ab, das ist doch Unsinn. Ja, darauf wird geantwortet und richtig geantwortet, ja, aber doch eine vernünftige Integrationspolitik, die ist sehr teuer, die ist tatsächlich sehr teuer. Aber eine teure, vernünftige Integrationspolitik schafft Reichtum und ist wachstumsfördernd, schafft Arbeitsplätze und ist das einzige volkswirtschaftlich Sinnvolle, was man in der Migrationspolitik machen kann. Man sieht es ja, dass Länder wie die Bundesrepublik, aber auch andere, selektiv Menschen ins Land holen. Warum eigentlich? Warum sorgen sie nicht dafür, dass die Kinder der Menschen, die irgendwie hierher gekommen sind, in das Schulsystem und Berufsausbildungssystem integriert werden und diese ausgebildeten Arbeitskräfte werden, die hier fehlen? Das ist doch viel vernünftiger und volkswirtschaftlich viel sinnvoller. Teuer, aber sinnvoll. Zweite Frage. Setzen die Naturressourcen eine Grenze des Wachstums? Nein, antworte ich. Die traditionellen natürlichen Ressourcen setzen eine Grenze. Weil jeder Volkswirt weiß, dass Umweltschutz genauso reichtumsbildend ist wie Umweltzerstörung, aber für andere. Jeder Volkswirt wird wahrscheinlich bestätigen, dass ein großes Projekt des ökologischen Umbaus der europäischen Wirtschaft, das Projekt der Zukunft ist. Sehr teuer. Aber das Geld müssen wir finden. Anders geht es nicht. Denn die natürlichen Ressourcen gehen zu Ende, die traditionellen, und wir müssen neue Ressourcen finden. Und zwar, unerschöpfliche will ich nicht sagen, weil in der Natur nichts unerschöpflich ist. Nicht einmal die Natur ist unerschöpflich, auch in sich meine ich. Aber für die Zukunft der Menschheit ausreichend, und ich meine die langfristige Zukunft der Menschheit. Also zusammen mit der Bekämpfung der Deflation, der vernünftigen Migrationspolitik, ist der ökologische Umbau der Wirtschaft die dritte Forderung, die heute an die Politik gestellt werden muss. Vierte Frage und Schluss. Es wurden zwei Marshallpläne für Europa vorgestellt. Der eine Marshallplan für Europa ist vom Deutschen Gewerkschaftsbund vorgestellt worden und der zweite Marshallplan für Europa, der heißt zwar nicht so,
weil die Franzosen das nicht mögen, wir Griechen auch nicht, wir mögen das Wort nicht. Die Franzosen mögen das auch nicht und ich glaube zu Recht beide. Und zu Recht mögen das die Deutschen. Aber jedenfalls, ein anderer, der ein unzureichender nach meiner Ansicht, aber vernünftiger Ansatz ist. Der ist unzureichend und vernünftig, weil er originelle Mittelschöpfungskonzepte hat und weil und unausreichend, weil der zu klein ist, denn nur die beiden Punkte, die ich vorhin erwähnt habe, kosten sehr viel. Und das, es reichen, die 800 Milliarden reichen bei weitem nicht aus. Und zweitens ausreichend, weil beide Konzepte so tun, als gäbe es ein gleiches gesamteuropäisches Problem, und das ist nicht wahr. Ich kann mir gut vorstellen, warum die Kolleginnen und Kollegen vom DGB das so verfasst haben, aber man kommt nicht hinzu, von einem Problem Südeuropa zu sprechen. Und jeder Plan zum wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas heißt wirtschaftlicher Wiederaufbau des Südens Europas. Ich kann mir gut vorstellen, warum sie das getan haben, weil das ist nicht populär. Aber man kommt um die Frage nicht herum. Man sieht aber trotzdem, und ich bin sehr froh darüber, und jetzt komme ich wieder an meine Syriza-Mitgliedschaft, dass vernünftige Vorschläge von der Arbeiterbewegung kommen. Dass dort gedacht wird, klug gedacht wird. Und ich wünsche mir, dass es weiter so bleibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Paraskevopoulos. Bevor wir dann das auch dem Publikum gegenüber öffnen, vielleicht noch für ein, zwei Runden hier auf dem Podium. Und ich würde ganz gerne zu dem Thema der Podiumsdiskussion zurückkommen, also Euros letzte Chance. Ich habe jetzt keine Argumente gehört, dass wir dem Euro nicht noch eine Chance geben sollten. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier dadurch irgendwie Zwiespalt auf dem Podium hinkriege, dass ich sage, wir wollen ihm über alle... Da ist schon genug da, ist kein Problem. Was? Zwiespalt ist schon genug da. Gut, schauen wir gleich, wo der Zwiespalt liegt. Aber vielleicht einfach nochmal, bevor wir vielleicht auch ein bisschen mehr in technischere Details der ökonomischen Überlegungen zum Euro gehen, vorab die Frage, eher auf einer politischen Ebene, wäre es denn wirklich so schlimm, wenn wir den Euro, das Projekt Euro scheitern lassen würden? Ja, wir haben ja gehört, dass auch kritische Sozialwissenschaftler mittlerweile sozusagen offen zum Scheitern dieses wahnwitzigen Projektes, die Wortwahl, glaube ich, war ein bisschen anders, aber wie auch immer, aufrufen. Also wäre es politisch wirklich so schlimm, wenn wir scheitern lassen würden? Und damit meine ich also die Implikation, wäre das Scheitern dieses Euro-Projektes wirklich der Anfang vom Ende der weiteren europäischen Integration? Das vielleicht mal vorweg, ob wir da uns darüber verständigen können, wie politisch wichtig dieses Euro-Projekt an sich ist. Vielleicht einmal so durch eine kurze Bemerkung dazu. Ja, wenn ich darf, würde ich gerne zwei Bemerkungen machen. Zunächst mal dazu. Ich halte das für absolut zentral, weil Stefan Schulmeister hat zu Recht gesagt, wenn wir das nicht geordnet hinkriegen, sozusagen auf halbwegs harmonische Art und Weise dieses Problem zu lösen innerhalb der Eurozone, dann wird es Handelskriege geben. Und wenn Länder aussteigen, ist es ein Handelskrieg. Und am Ende verlieren immer diejenigen, die Gläubiger, nicht die Schuldner. Ne? Müssen die Deutschen mal anfangen zu begreifen. Verlieren tun die Gläubiger. Ich komme gerade von einer Finanzmarktkonferenz in Frankfurt, wo sie alle jubilieren, hurra, die Börsen sind wunderbar am Laufen und der DAX geht jetzt auf 20.000 und so. Ja. Sie glauben das nicht, diese Leute leben in einer ganz anderen Welt.
Das hat Stefan Schulmeister ja zu Recht gesagt. Wir leben in einer anderen Welt und wir müssen begreifen, dass dann, wenn das Ganze zusammenbricht, der Gläubiger der Verlierer ist. Warum ist der Gläubiger der Verlierer? Nun, weil er verliert seine gesamten Forderungen, die er hat gegenüber dem Ausland, denn das hat Stefan Schulmeister auch gesagt, kein Land wird so blöde sein, etwas in Euro zu bezahlen, wenn es gar keine Euros mehr herstellt oder gar keine Euros mehr hat, weil es inzwischen wieder eine nationale Währung hat, dann werden die Schulden vielleicht noch in nationale Währung zurückbezahlt, aber es ist nur die Hälfte, höchstens. Aber der Gläubiger verliert noch viel schlimmer, weil er seine Märkte verliert. Er muss ja seine Märkte verlieren. Wenn die Wirtschaft wieder vernünftig laufen soll, muss der Gläubiger, das wettbewerbsfähige Land, das super wettbewerbsfähige Land Deutschland, muss Marktanteile abgeben und muss seine Überschüsse abbauen, muss Defizite machen. Deutschland muss Leistungsbilanzdefizite machen. Oh, wie schrecklich. Schon der Gedanke erschreckt die deutschen Politiker zu Tode. Ja, aber das ist die Logik, das ist ganz einfache Buchhaltung, das ist immer noch makroökonomische Buchhaltung. Deutschland muss Leistungsbilanzdefizite machen, wenn die anderen ihre Schulden zurückbezahlen sollen. Und das bedeutet, dass wir ein völlig anderes Wirtschaftsmodell für Deutschland erfinden müssen. Denn Deutschland, das gesamte deutsche Wirtschaftsmodell, das habe ich heute Mittag auch diesen Finanzfritzen da gesagt, das ganze deutsche Wirtschaftsmodell beruht darauf, dass in Deutschland jeder spart, ne? Die Unternehmen sparen, trotz Nullzinsen sparen die Unternehmen, die Haushalte sparen trotz Nullzinsen und der Staat spart inzwischen auch, wie schön, alle sparen. Ja, aber wer nimmt diese Ersparnisse von der Bank und verschuldet sich und macht etwas damit mit diesen Ersparnissen? Wenn die nur rumliegen, sind sie verloren, ne? Ja, wir haben zu wenig Schuldner in der Welt. Das ist das Problem, was wir begreifen müssen. Warum sind die Zinsen null auf der ganzen Welt? Nicht aus Jux und Dollerei, weil die Zentralbanken alle blöde sind. Nein, weil es zu wenig Schuldner gibt. Es gibt keine Schuldner mehr. Denn, auch das hat Schulmeister gesagt, der Schuldner ist ja immer schuld. Das wissen wir, ne? Und warum sollten Länder noch Schuldner sein wollen, wenn sie dann hinterher immer eins aufs Dach kriegen, weil man ihnen sagt, dann kommt der Internationale Währungsfonds, die freundlichen Onkels vom Internationalen Währungsfonds und sagen dir, was du die nächsten 10 Jahre zu tun hast, Demokratie hin oder Demokratie her, ist denen völlig egal. Das will niemand mehr auf dieser Welt. Die Entwicklungsländer wollen das nicht mehr. In Asien will es niemand, in Osteuropa will es niemand, in Lateinamerika will es niemand mehr. Wir haben ein echtes Schuldnerproblem. Und dann stellt sich Frau Merkel gestern Abend ins Fernsehen. Haben Sie es gesehen? Und sagt, die größte Leistung dieses Koalitionsvertrags ist, dass wir ab 2015 der Staat keine Schulden mehr macht. Und das ist die Rettung für die jungen für die nächsten Generationen. Also junge Leute können heute Abend alle Champagner trinken, weil Frau Merkel ab 2015 keine Schulden mehr macht. Ja, wer verschuldet sich denn? Das ist die Frage, um die es geht. Wer verschuldet sich? Und das können in einer Marktwirtschaft eigentlich nur die Unternehmen sein. Nur wie kriegt man die Deutschen, und vor allem die deutschen Unternehmen müssen es sein, nur wie kriegt man die deutschen Unternehmen dazu, sich zu verschulden und zu investieren? Sie müssen sich weniger Geld haben in der Tasche und sie müssen mehr investieren. Das ist die einfache Übung, die wir vor uns haben, ne? In diesen komischen Koalitionsverhandlungen hätte man über kein anderes Thema reden dürfen als über dieses eine Thema, wenn man ernsthafte Menschen dort sitzen gehabt hätte. Dieses eine Thema, was ist das deutsche Wirtschaftsmodell, wenn das Ausland unsere Ersparnisse nicht mehr aufnimmt und sich nicht mehr verschuldet? Dann haben wir keins. Es gibt kein deutsches Wirtschaftsmodell. Neben mir hat heute Morgen ein Herr Schäffler von der FDP, ach, gibt es die Partei noch? Ja, doch. Von der ehemaligen FDP hätte ich fast gesagt, aber sie gibt es ja noch. Nein, von der FDP gesessen. Ja, der hat das auch noch nie gehört, dass da ein Problem mit Unternehmen gibt. Der redet über Marktwirtschaft, der redet die ganze Zeit über Marktwirtschaft. Als ich ihm gesagt habe, ja, ist es Marktwirtschaft, wenn die Unternehmen Sparer sind, hat er Nein sagen müssen. Ja, sagt, ja, dann hören Sie auf, über Marktwirtschaft zu reden. Wir haben keine Marktwirtschaft. Und das gilt für viele Länder in der Welt. Es gilt für die USA, für Großbritannien. Es gilt inzwischen für eine große Menge Länder der Welt, dass die Unternehmen sich nicht verschulden, sondern zu viel Geld haben. Und das ist eine Frage, die nicht nur mit dem Finanzmarktkapitalismus einhergeht. Hier stimme ich mit Schulmeister überhaupt nicht überein. Nicht nur, das ist auch wichtig. Aber das geht mit der Ungleichheit, das kommt von der Ungleichheit, das kommt von der irren Entwicklung, dass wir seit 20 Jahren die Menschen nicht mehr partizipieren richtig am Produktivitätsfortschritt. In Deutschland am meisten, aber in anderen Ländern auch. In Deutschland gibt es überhaupt keine Beteiligung mehr am Produktivitätsfortschritt seit 15 Jahren. Aber uns geht es ja gut, ne? Wenn wir die Menschen in Deutschland fragen, alle geht es ja gut. Die anderen machen irre Gewinne, wissen nicht mehr wohin mit dem Zeug, sparen, tragen es zur Bank. Der deutsche Arbeitnehmer sitzt auf dem gleichen Realeinkommen wie vor 15 Jahren, aber es geht ihm ja gut. Ne? Klar. Ja, wenn wir alle so denken, geht es nicht. Ne?
Und das muss ich dem griechischen Kollegen auch sagen, aber er weiß es schon, ich habe es ihm schon mal gesagt. Ihr müsst, ich habe auch gerade mit Ihrem Vorsitzenden gesprochen, in Texas, erstaunlicherweise. Ja, Herr Tsipras muss auch begreifen, wenn die südeuropäischen Länder, Frankreich und Italien eingeschlossen, alle Länder rund ums Mittelmeer, nicht anfangen, mit Fingern auf den Elefanten im Porzellanladen zu zeigen, und dieser Elefant heißt Deutschland, dann können Sie die ganze restliche Diskussion vergessen. Vergessen Sie es. Es ist sinnlos. Es ist alles wichtig, was Sie sagen, aber es hat mit der Krise nichts zu tun. Die Länder müssen sich zusammentun und auf den Elefanten zeigen und sagen, der Elefant muss raus aus dem Porzellanladen, sonst geht's nicht. Aber es gibt eine komische Neigung in der Welt, dass die Menschen immer die Augen zumachen. Wenn sie ein paar Elefanten sehen, sagen, nein, das lassen wir noch ein paar Tassen flicken oder so, und irgendwo, da fliegt eine Mücke rum. Wo ist der Elefant? Nein, kein Elefant da. Das muss Südeuropa begreifen. Wenn es das nicht begreift, geht es nicht. Danke. Vielen Dank, Herr Flassbeck. Ja. Aber auch nochmal an Stefan Schulmeister die Frage. Wäre das Ende des Euro-Projektes das Ende der europäischen Integration? Oder der Anfang vom Ende? Prognosen sind schwer zu machen, aber man kann in Szenarien denken. Aber vorweg möchte ich nur zum Heiner Flassbeck noch was sagen. Du hast natürlich recht, dass die Ungleichheit eine Riesenrolle spielt. Aber ich glaube, dass die Zunahme der Ungleichheit mit der Veränderung des ökonomischen Systems so viel zu tun hat. Wenn nämlich das Gewinnstreben auf die Realwirtschaft gelenkt wird, dann ergibt sich Vollbeschäftigung gewissermaßen als Kollateralnutzen. Die Vollbeschäftigung aus Sicht der Unternehmer ist passiert schon in den 60er Jahren. Unternehmer haben es immer gern, wenn es eine gewisse Sockelarbeitslosigkeit gibt, damit die Gewerkschaften nicht zu vorlaut und offensiv werden. Aber wenn die Wirtschaft über 20 Jahre ohne Rezession stabil vor sich hin brummt, dann ist eben Vollbeschäftigung die Folge. Und wenn umgekehrt, wie in den 70er Jahren, durch 2-Dollar-Entwertungen, Ölpreisschocks, Rezessionen, die Arbeitslosigkeit steigt, ja, dann über mehrere Jahrzehnte nehmen die Lohnzuwachsraten immer mehr zu, real nehmen sie ab, und wir haben genau das, da gebe ich dir völlig recht, was wir beobachten, dass die Verteilung ja nicht nur der Einkommen und Vermögen, sondern letztlich auch der Lebenschancen immer ungleicher wird, und dass es schon bedrückend ist, dass zum Beispiel der jüngste Armutsbericht über Deutschland so wenig in den Medien diskutiert wird. Deutschland wird als das Vorbildland Europas bezeichnet, und wenn 16% der Bevölkerung an der Armutsgrenze leben, kann ich darin nicht wirklich ein sehr positives Zeichen sehen. Zur Frage der Euro-Auflösung, da bin ich wahrscheinlich anderer Meinung als der Heiner Flassbeck. Ich behaupte schlicht und einfach, dass es gar nicht geht. Es gibt irreversible Prozesse. Sie können 18 Flüssigkeiten in einen Krug gießen, Sie werden es aber nicht wieder rauskriegen können. Und ich möchte es einem einfachen Beispiel erläutern. Durch 30 Jahre Finanzkapitalismus haben sich eben gigantische Kartenhäuser von Forderungen und Verbindlichkeiten aufgebaut, die ein Mehrfaches des Bruttoinlandsprodukts betragen. Viele davon sind transnational. Das heißt, es gibt Forderungen Deutschlands an Frankreich, Forderungen von Frankreich an Deutschland. Und nur um ein Beispiel simpel zu machen, ja, Frankreich insgesamt ist aber ein Netto-Schuldner, hat also netto mehr Finanzschulden gegenüber anderen Ländern. Deutschland ist ein riesen Netto-Gläubiger. Derzeit sind die Forderungen ist gleich Schulden innerhalb, also zwischen Euro-Ländern, alle in Euro notiert. Und das schaue ich mir an, wie sie das entflechten. Warum geht es nicht? Wenn Frankreich Schulden gegenüber Deutschland hat, Flassbeck hat es ja schon angedeutet, in welche Währung, bitte sehr, wird die Schuld transformiert? Würde die Schuld in die neue D-Mark sozusagen umgewechselt werden, dann haben wir einen Aufwertungseffekt von, egal, je nachdem wie halt die sozusagen Auflösungskurse sind, von 50%, allein wenn nur der Franc um 20% abwertet und die D-Mark um 20% aufwertet, jeweils gegenüber dem Euro. Also eine Aufwertung der Schuld Frankreichs um 50% kann man, glaube ich, getrost vergessen.
hat auch der Heiner schon gesagt, bestenfalls wird Frankreich bereit sein, die Schuld in ihre neuen Francs umzuwandeln. Dann haben aber wieder die deutschen Anleger einen Verlust von 30% zu tragen, weil eben die D-Mark aufwertet gegenüber dem Franc. Jetzt gebe ich zu bedenken, dass wir 183 bilaterale gläubige Schuldnerrelationen haben bei 18 Mitgliedern der Währungsunion und dazu unzählige Finanzinstrumente von Anleihen, Aktien und so weiter. Das schaue ich mir an, wie das irgendjemand geordnet wieder in nationale Währungen zurückführt. Das ist schlicht und einfach meiner persönlichen Meinung nach nicht möglich. Und würde. Ich habe aber nicht gesagt geordnet. Habe ich gesagt geordnet? Nein, du hast gesagt, es soll geordnet sein. Es sollte geordnet sein. Und ich sage, das ist nicht meine Erwartung. Ja, eben, ja, aber dann geht es schon in die Katastrophe. Also das sage ich gleich. Eine ungeordnete Auflösung der Währungsunion bedeutet eine gigantische Finanzschmelze. Das wäre an sich das normale Ende finanzkapitalistischer Phasen. Also man, vom wirtschaftshistorischen Standpunkt aus wäre das gar nicht so ungewöhnlich. Es wäre nur in der jetzigen Situation doch deshalb so katastrophal, weil noch nie so lange ein finanzkapitalistisches Regime sich ausgebreitet hat, sodass die Altersvorsorge und sich am Grundsatz lassen wir unser Geld arbeiten orientiert hat. Wenn sozusagen der Börsenkrach 1929 war sicher eine Katastrophe, er hat aber in erster Linie eine kleine Minderheit von Aktionären trotz des Börsenbooms in den USA betroffen. Heute würde ein Börsencrash, der so wie damals den Aktienwert um 90% senkt, ja, hunderte Millionen Menschen auf der Welt sozusagen exproprieren. Die würden natürlich ihre Pensionsanwartschaften verlieren. Und in einem Land wie Deutschland spielt es noch nicht so eine Rolle, aber in Holland, USA und so weiter eine gigantische Rolle. Also ich glaube, man kann sich nicht ernsthaft auf diesen Gedanken einlassen. Letzter Punkt, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als den Euro zu erhalten, aber die Rahmenbedingungen zu ändern. Und was ich glaube ist, wenn die Aktienkurse wieder fallen werden, wird Europa in eine schwere Krise rutschen. Die wird wirklich eine Entscheidungskrise sein. Und dann die Chance, sozusagen die Richtung des Prozesses zu ändern. Was meine ich mit Richtung des Prozesses zu ändern? Vorbild ist für mich der New Deal von Roosevelt. Denn wenn ein ökonomisches System kollabiert, herrscht eine unfassbare Orientierungslosigkeit, so wie es nach 1929 war und so wie es bitte jetzt ist. Die Führer der Politik haben in Europa absolut die Orientierung verloren. Sie haben sie wirklich verloren. Und deswegen halten sie sich ja verzweifelt fest an diesen alten Rezepten. Jetzt müssen wir noch mehr sparen und es war halt zu wenig und so weiter. Aber sie haben ein dumpfes Gefühl, dass da irgendwas schiefläuft, was sie nicht mehr verstehen. Und in dieser Situation ist das Denken des Roosevelt für mich schon sehr vorbildhaft. Das New Deal-Denken ist ein Denken zu sagen, ich habe keine neue theoretische Navigationskarte, die hat der Herr Keynes erst 36 nachgereicht sozusagen, aber eines weiß ich, so wie es bisher war, kann es nicht weitergehen. Ich schicke alle ökonomischen Experten nach Hause, ich denke selber und ich überlege ein Sammelsurium von vernünftig pragmatischen Maßnahmen. Was wäre das heute? Bekämpfung des Klimawandels, massive Investitionen in thermische Gebäudesanierung, in öffentliche Verkehrsinfrastruktur etc. Investitionen natürlich in die Verbesserung der Lebenschancen von Kindern mit Migrationshintergrund. Das ist gut für die Unternehmer auch, weil das sind ja, wir kommen irgendwann mal auf eine Aufschwungsphase. Es gibt nie eine ewige Krise, Gott sei Dank. Ja. Und was Europa betrifft, bin ich so lang ein Anhänger eines europäischen Währungsfonds, der sozusagen die Finanzierung der Staaten, weil die Staaten keine Firmen sind, die Finanzierung der Staaten ist schlicht und einfach den Märkten wegzunehmen. Wie das technisch geht, das könnte ich erklären, aber das würde ein bisschen zu weit führen. Aber es geht. Es wäre absolut möglich, dass in Europa nicht nur Deutschland, sondern alle Länder für mindestens 15, 20 Jahre maximal 1,5% Zinsen zahlt, negativer Realzins. Wir brauchen einen negativen Realzins sehr lange, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten, einen Forderungsüberhang runterzukriegen. Das eine ist der Crash oder Hyperinflation, das ist sozusagen zwei Formen von Crash, Staatsbankrott oder Hyperinflation, zweitere schließe ich aus. Oder langsam sozusagen die Finanzwerte den realen Werten anpassen. Das Problem des Finanzkapitalismus ist, dass immer mehr Finanzvermögen geschaffen wird, wo schlicht nichts dahinter steckt.
Die Staatsverschuldung, hat der Karl Marx völlig zu Recht gesagt, ist die höchste Form des fiktiven Kapitals. Und der Begriff fiktives Kapital ist ein hochintelligenter Begriff, weil er bringt zum Ausdruck, das sind Vermögenswerte, wo die Anleger glauben, sie haben was davon, nur leider sind keine realen Assets geschaffen worden. Wenn ein Unternehmer eine Schuld aufnimmt, kauft es eine Maschine. Wenn ein Häuselbauer einen Kredit aufnimmt, hat er einen Häusl. Aber wenn der Staat aus der Not immer mehr Schulden machen muss, um Transfers zu zahlen etc., dann hat er Schulden, aber es ist nichts dahinter. Und man muss von dieser sozusagen, wie soll ich sagen, diese Diskrepanz muss langsam kleiner werden. Und eine Möglichkeit ist natürlich, dass die Realzinsen nicht, leicht negativ sind, was natürlich auch die unternehmerischen Investitionen fördern würde, plus eine Vielzahl anderer Maßnahmen. Es geht ganz aus meiner Sicht darum, dass Unternehmertum, jetzt werde ich mir vielleicht mit diesen beiden Herren etwas, werden die sich verwundern, aber ich sage, Unternehmertum muss auf allen Ebenen gefördert werden im Vergleich zur Finanzalchemie. Der Hauptgegensatz ist nicht aus meiner Sicht der zwischen Arbeit und Realkapital, sondern zwischen Arbeit und Realkapital auf der einen Seite und Finanzkapital auf der anderen Seite. Und das wird natürlich länger dauern, glaube ich, bis man das einsieht, weil die Unternehmer, jetzt höre ich aber wirklich auf, haben vor 40 Jahren irrtümlich geglaubt, der Neoliberalismus, das ist unsere Ideologie, das ist die Ideologie gegen Sozialstaat und Gewerkschaften, das ist super für die Unternehmer. Sie haben nicht verstanden, dass es die Ideologie des Finanzkapitals ist. Es ist nicht die Ideologie genuiner Unternehmerinteressen. Genuine Unternehmerinteressen sind nicht so verrückte Finanzmärkte, so hohe Zinsen, sondern genuine Unternehmerinteressen sind bitte stabile finanzielle Rahmenbedingungen, damit ich mein ordentliches Business in der Realwirtschaft durchziehen kann. Insofern ist keynesianische Theorie viel unternehmerfreundlicher als diese ganze neoliberale Zauber. Ja, auch da nochmal vielen Dank. Wenn ich es richtig verstanden habe, sagst du also eine geordnete Auflösung des Euros geht gar nicht, wenn es ungeordnet und ungeordnet wäre, fatal. Da scheinen wir jetzt nicht so große Differenzen dann zwischen Flassbeck und Schulmeister zu haben. Aber auch nochmal die Frage weitergegeben, wäre es wirklich so schlimm, wenn ein Land austritt oder einige Länder die Eurozone verlassen? Es wäre schlimm für das Land selbst, weil es dann Objekt der Spekulation würde. Und es wäre schlimm für den Euro, weil andere Euro-Länder Objekte der Spekulation würden. Und weil das vielleicht ein Beginn der Auflösung nicht nur der Eurozone, sondern der Europäischen Union wäre. Und ich weiß nicht, wer die Kleinstaaterei noch wiederhaben möchte. Aber falls es dazu kommt, und Herr Flassbeck hat ja die Möglichkeit einer Eurozonenauflösung 2017 erwähnt, bei einem Sieg der Rechtsradikalen in Frankreich. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass sie siegen können. Aber wissen Sie, aus eigener Erfahrung, ich meine aus Griechenland, weiß ich, dass Rechtsradikale sich so opportunistisch verhandeln, sie können dies tun und alles und egal. Das ist, man kann sich nicht mal negativ auf sich verlassen. Das ist cool, ja. Nur, ich glaube, dass all diese Fragen, die wir bisher diskutiert haben, und zuletzt die Frage, die Herr Schulmeister gestellt hat, wer vertritt Unternehmerinteressen? Die Neoliberalen oder die Keynesianer? Eine etwas unberücksichtigt lassen. Es sind ja nicht andere, die Finanzkapitalisten und die Realkapitalisten. Völlig richtig. Also, was heißt, wer vertritt dies oder wer vertritt jenes? Das Kapital bewegt sich dort, wo es verdient. Und ich glaube auch nicht, dass dieses Problem der Finanzierung der Staaten, die Sie sehr richtig angesprochen haben, und es ist natürlich sehr vernünftig zu sagen, wieso soll die Zentralbank, ein staatliches Institut, das Geld herausgibt, dieses Geld billig den Banken geben, damit sie es teurer den Staaten wieder zurückleihen. Ja, die Antwort ist einfach. Nicht, weil die das gemacht haben, dumm sind, sondern damit die Banken Geld verdienen.
Es ist ganz einfach und vulgär, der Gedanke steckt dahinter. Aber wenn der Gedanke dahinter steckt, dann muss ich meine Frage aus meiner Jugendzeit, als ich Ökonomiestudent war, wozu nutzt eine Privatbank? Wozu ist sie gut? Ich kann mir sehr gut vorstellen, wozu ein privates, hauptsächlich ein mittleres Unternehmen gut ist. Aber eine Privatbank? Wozu? Kann man für Staat. Tut gar nichts. Verdient nur Geld. Scheffelt Geld, nichts anderes. Und ich glaube, dass diese Fragen, die wir jetzt diskutieren, und vor allem die zwei großen Probleme, vor denen sich Europa stellt, steht, nämlich das Problem der Migration und das Problem des ökologischen Umbaus, beide, und das Problem der Verschuldung der Unternehmen, die Herr Flassbeck ansprach, direkt die Frage des Eigentums, direkt die Frage des Eigentums ansprechen. Direkt. Denn es gibt einen Grund, warum die Unternehmer sich nicht verschulden. Herr Flassbeck hat das in einem vorigen Vortrag gesagt, weil sie nicht besteuert werden. Weil man ihnen das Geld, das sie in ihren Kassen haben, nicht wegnimmt. Aber das rührt am Eigentum. Die Frage nach dem ökologischen Umbau stellt auf die Frage, wem gehört die Sonne? Wem gehört der Wind? Wer darf? Und wenn wir diese Fragen nicht stellen, dann können wir uns große europäische Projekte, die tatsächlich den Integrationsprozess Europas wieder auf die Füße stellen. Da sind solche Projekte unrealistisch, solche Gedanken völlig unrealistisch. Ich will ein Beispiel geben. Man redet sehr viel über den Euroskeptizismus, der sich ausbreitet. Zu Recht macht man sich Sorgen drüber und zu Recht breitet er sich aus. Stellen Sie sich aber nun vor, es gibt eine europäische Agentur, die heißt Verteidigungsagentur, deren Aufgabe es ist, die Verteidigungspolitik der europäischen Staaten zu koordinieren und dafür zu sorgen, dass sie ständig, so steht es im Lissabonner Vertrag, ihr Verteidigungspotenzial steigern. Ständig. Das heißt, sie müssen ständig rüsten. Stellen Sie sich mal vor, eine Abrüstungsagentur, die dafür sorgt, dass ständig in Europa abgerüstet wird und dafür sorgt, dass diese Mittel, die so gespart werden, in Bildung, in Sozialstaat und an Hilfe an arme Staaten gehen. Was das für einen Schub für die Europafreundlichkeit in Europa und im Ausland wäre. Ja, würden die Menschen sagen, ja, das ist ja, das wollen wir ja. So ein Europa wollen wir. Aber da müssen wir ja gegen die sechs Schwestern der Rüstungsindustrie vorgehen, nämlich Schweden, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien. Und das ist sehr schwer. Und da komme ich Schluss zu der Bemerkung von Herrn Flassbeck über ein Bündnis der Staaten, die von der Krise am meisten betroffen sind. Ja, richtig. Stimme mit Ihnen absolut überein. Aber das ist ein politisches Problem, das ist eine politische Frage. Das ist eine Frage, wer an der Regierung sitzt, wer bestimmt. Und das ist eine Frage, was die Menschen drunter machen. Das ist natürlich, viele haben das von Hollande erwartet, dass er sagt, also hör mal zu, Merkel, so geht das nicht. Das ist meine Antwort drauf. Sonst stimme ich absolut mit Ihnen überein. Ja, auch auf die Gefahr hin, dass es Ping-Pong-mäßig hin und her geht. Einmal noch mal einen Blick in die Runde, ob es Gesprächsbedarf gibt. Ja, und das gibt es. Und deshalb gebe ich noch mal einen Flassbeck.
Also ich fühle mich in meiner Einschätzung bestätigt, dass ich so ziemlich der Einzige bin, der über den Elefanten redet. Alle reden gerne über andere Themen als über den Elefanten. Aber nochmal zu dem Letzten zurückzukommen. Natürlich ist das eine politische Frage. Aber irgendwann muss doch diese politische Frage gestellt werden. Aber es ist eben nicht nur eine politische Frage, es ist eine Frage der Kenntnis der Zusammenhänge. Und das fehlt bei vielen Politikern. Der Schulmeister hat gerade eben gesagt, Herr Roosevelt hat sich so seine Welt gebastelt mit anderen Zusammenhängen, hat die herrschende Ökonomie ignoriert. Nur wir haben leider keinen Roosevelt. Jedenfalls ist noch keiner sichtbar. Und man fragt sich, was wäre denn gewesen ohne Herrn Roosevelt? Der hat das ja gegen unglaubliche Widerstände durchgesetzt. Das ist wirklich interessant, sich das anzuschauen. Aber je mehr man sich anschaut, umso unwahrscheinlicher scheint es einem, dass es einen gibt, der jetzt auftritt wie Roosevelt damals, gegen alle Widerstände das durchsetzt. Und was ist dann die politische Folge, wenn Länder wirklich nicht mehr weiter wissen? Nun, die Leute wählen verrückte Regierungen, gar keine Frage. In Griechenland werden sie erst nochmal links wählen und dann werden sie ganz rechts wählen, ne? Kann man ja drauf warten. So? Sag ich mal so. Hm? Wenn links natürlich. Ja, ja, ja. Wenn links natürlich alles richtig macht, aber links ist ja auch nicht so sehr bereit, den Elefanten zu adressieren. Also werden sie, wenn da nichts hilft, werden sie dann ganz rechts wählen. In Italien sind sie schon ziemlich rechts, da werden sie noch rechter wählen. In Frankreich werden sie rechts wählen, das ist gar keine Frage. Hollande hat es versaut bis zum geht nicht mehr und sie werden rechts wählen. Aber die UMP ist zerstritten, deswegen wird es wahrscheinlich der Großteil wird beim Front National landen. So, dann ist Europa schon massiv in Frage gestellt. Und Frau Le Pen macht keinen Zweifel. Frau Le Pen verbindet zwei Dinge ganz intelligent, ne, die wir kennen. National und sozialistisch. Ne? Sie will den Wohlfahrtsstaat erhalten. Sie kämpft für den Wohlfahrtsstaat. Sie ist die einzige Kämpferin für den Wohlfahrtsstaat, für die Franzosen natürlich. Aber das ist unglaublich attraktiv. Im Gegensatz zu den anderen, die sagen, wir müssen ja die Globalisierung anpassen und die Europäisierung, das alles, die Welt ist anders. Nein, das gefällt den Leuten nicht. Die Leute hören irgendwann auf sowas in ihrer Verzweiflung. Nicht, dass das dann besser würde, aber es wird einen chaotischen Prozess geben, den wir politisch nicht mehr kontrollieren können. So leicht. Das ist doch die Gefahr, dass wir diesen Prozess politisch nicht mehr kontrollieren können. Und deswegen müssen wir, so leid es mir tut, wir müssen weiter über die Zusammenhänge, die zentralen Zusammenhänge reden. Der zentralste Zusammenhang ist, ich muss es nochmal sagen, ist das deutsche Unternehmertum in seiner, und nicht nur das Finanzunternehmertum, sondern das deutsche grandiose Exportunternehmertum, das auf unglaublichen Kriegskassen sitzt und nichts weiß, damit anzufangen. Und da sagt der Herr Schulmeister, die müssen wir jetzt pflegen, die müssen wir wieder zu normalen Unternehmern machen. Nein, wir müssen sie erstmal besteuern. Wenn wir sie nicht besteuern, man kann doch nicht glauben, dass sie auf ihren Kriegskassen sitzen, jetzt geben wir ihnen noch ein bisschen Geld. Wird ja ernsthaft erwogen, in einigen Ländern, europäischen Ländern, jetzt nochmal die Unternehmenssteuern zu senken. Italien ist gerade dabei. Jetzt senken wir nochmal die Unternehmenssteuern. Na wunderbar. Na wunderbar. Nein, wir müssen, die Deutschen müssen ganz klar, die Löhne erhöht werden, massiv erhöht werden, USA übrigens auch, die werden das auch noch begreifen lernen, müssen die Löhne erhöht werden und man muss die Steuern für die Unternehmen erhöhen und dann wird man sehen, ob die Marktwirtschaft noch funktioniert oder nicht. Ja, dann müssen die Unternehmen sich wieder anstrengen, damit sie Geld in die Kasse kriegen. Dann müssen sie investieren. Das ist die Aufgabe von Unternehmen. Nur in den letzten 30 Jahren, auch eben nicht nur im Finanzkapitalismus, sondern im Realkapitalismus, haben wir den Unternehmen eingeredet, ihr kriegt von links vom Staat Geld in die Tasche gesteckt und rechts von den Gewerkschaften Geld in die Tasche gesteckt und dann werdet ihr Superunternehmer, dann werdet ihr investieren auf Teufel komm raus. Sie haben es nicht getan. Deutschland ist die Investitionsquote eine absolute Katastrophe. Und da stellt sich der Herr Steinmeier hin, haben Sie das gesehen? Herr Steinmeier stellt sich hin und sagt, ja, ihr müsst uns doch lieben, wir haben euch doch geschenkt, wir haben euch doch Geld geschenkt. Hat nicht mal gefragt, was Sie damit gemacht haben mit dem Geld. Ist doch ungeheuerlich. Und wenn wir diese Zusammenhänge nicht anfangen zu begreifen, dann wird es nie was werden. Es kann nichts werden, weil kein Politiker ist in der Lage, sich hinzustellen, soll Frau Merkel sich übermorgen hinstellen und sagen, Entschuldigung, das mit den Schulden habe ich leider ein bisschen verwechselt. Wir müssen jetzt mal Schulden machen, hört auf zu sparen und so. Das ist doch alles völlig aus der Welt. Das wird alles nicht passieren. Und unsere Medien, schauen wir unsere Medien an, wie die zusammenhalten sozusagen, wie die dagegenhalten. Bloß kein makroökonomisches Nachdenken, was ist ja das Schlimmste unter der Sonne. Lieber jeden Tag eine Jubelmeldung über die wirtschaftliche Lage, wie alles sich bessert und so weiter. Ich meine, das müssen wir doch sehen. Und dann muss man realistischerweise sagen, es ist nicht zu erwarten. Es ist nicht zu erwarten, dass irgendwo die Lichtgestalt auftaucht und die Sache in die Hand nimmt
und dass dem Ganzen eine Wende gibt. Es ist einfach nicht zu erwarten. Es ist vollkommen unrealistisch.